Hallo ihr Lieben, ich hatte mal ein Video gedreht über die 10 Ernährungsprinzipien von Ich bin gesund. Und da habe ich ganz kurz zusammengefasst, worum es geht. Und jetzt soll eine Videoreihenfolge folgen, wo es um diese 10 Ernährungsprinzipien geht, also etwas im Detail, wo ich näher darauf eingehen werde, worum es bei jedem Ernährungsprinzip geht. Genau. Um welche Ernährungsprinzipien handelt es sich? Also ich zähle dir einfach nochmal alle auf, alle 10, und dann folgen einfach alle 10 Videos zu jedem Ernährungsprinzip. Also, das erste Ernährungsprinzip lautet, die Ernährung sollte biologisch und wild sein. Zweites, möglichst selbstverarbeitet. Drittes, ursprünglich. Viertes, weizenfrei. Fünftes, kuhmilchproteinfrei. Sechstes, traditionell vorbereitet. Siebtes, frei von Haushaltszucker. Achtes, individuell. Neuntes, leicht verdaulich. Und zehntes, frei von schädlichen Pflanzenölen. So, was bedeutet das genau? Ich erkläre das in den Videos nur ganz kurz. Wer sich natürlich näher über die gesunde Ernährung informieren möchte, hier ist alles in meinem Buch zusammengefasst. Da geht es natürlich nicht nur um die 10 Ernährungsprinzipien, aber das sind die Ernährungsprinzipien, die wir grundsätzlich versuchen umzusetzen, wenn es bei uns auch um die Events geht, bei den Rezepten. Bald wird ein Rezeptebuch rauskommen von Ich bin gesund. Wenn es grundsätzlich um die Ernährung geht, dann sind diese 10 Ernährungsprinzipien diejenigen, worum es überhaupt geht, wenn man sich gesund ernähren möchte. Genau, und damit man auch versteht, was das überhaupt bedeutet, möchte ich in diesem ersten Video darauf eingehen, worum es beim ersten Ernährungsprinzip geht, nämlich biologisch und wild. Ja, warum? Warum sollte die Ernährung möglichst biologisch und wild sein? Ja, also biologisch erst einmal natürlich deswegen, damit wir keine schädlichen Pflanzenschutzmittel zu uns nehmen. Denn auch wenn die Richtlinien sagen, dass gewisse Pflanzenschutzmittel unbedenklich für uns sind, sind sie es im Prinzip dann doch nicht, weil auch oft mit ja, Chemie-Cocktails gespritzt wird, wo zwar vielleicht eines davon unterhalb einer Richtlinie liegt und die unbedenklich ist, wobei sie es eigentlich nicht ist. Aber insgesamt mit dem Cocktail, mit dem gespritzt wird, ist es eben schädlich auf Dauer für unseren Körper. Es belastet das Immunsystem, es belastet ja, die Entgiftungskapazität unseres Körpers, es belastet das Hormonsystem. Auch wird ja natürlich ja in gewissermaßen auch unsere Mikroflora, also auch unsere Darmflora auch angegriffen und so weiter und so fort. Deswegen biologisch, aber nicht nur aus dem Grund, weil es möglichst chemiefrei sein soll, sondern auch, weil biologische Lebensmittel, also die biologisch produziert werden, die nicht gespritzt werden, grundsätzlich einen höheren Vitalstoffgehalt haben als diejenigen, wo gespritzt werden. Warum ist das so? Weil eben die Pflanzen, wenn sie gespritzt werden, denen wird wie ihr eigener ja, Schutzmechanismus entnommen. Sie müssen sich nicht selber gegen Schädlinge wehren und deswegen auch kein Immunsystem in dem Sinne aufbauen. Aber das Immunsystem ist ja auch das, was ja, die Vitalstoffvielfalt ausmacht. Also das Immunsystem wird durch die Vitalstoffe reguliert, auch in den Pflanzen. Und deswegen müssen, wenn die Pflanzen gespritzt werden, müssen sie nicht so viel Immunsystem aufbauen, also auch nicht so viel Vitalstoffe aufbauen wie ursprüngliche Lebensmittel, sage ich jetzt mal. Genau. Ursprünglichkeit ist ja ein anderes Thema, darauf werde ich jetzt im Moment nicht eingehen, aber beim ersten Punkt geht es vor allem darum, dass die Lebensmittel eben chemiefrei sind und dadurch, dass sie biologisch und wildwachsend sind, auch reich an ursprünglichen Elementen sind, auch an Vitalstoffen. Ja, warum? Also wir bestehen ja ursprünglich auch gesehen aus nahezu 80% des Periodensystems, ne, der Elemente des Periodensystems. Das ist das, was aus dem Boden heraus ursprünglich für die Pflanzen sozusagen zur Verfügung gestanden ist. Und da die Lebensmittel ja jetzt konventionell angebaut nur noch sehr stark verarmt sind, weil nicht mit allen Elementen nun mal gedüngt wird, fehlen uns diese Elemente. Also sprich, wir ernähren uns hauptsächlich mittlerweile von ja, auch gespritzter Nahrung, von konventionell angebauten Lebensmitteln, die halt auf Böden wachsen, die nicht so reich an Vitalstoffen sind.
aber auch an Elementen des Periodensystems. Und deswegen ist der erste Grundsatz auch deswegen wichtig, um uns reichhaltig auch mit diesen Elementen des Periodensystems und mit Vitalstoffen eindecken zu können, sollte die Nahrung möglichst biologisch und auch wildwachsend sein. Wildwachsend bedeutet auch, dass wenn du tierische Produkte verzehrst, dass das Tier dann möglichst Freilauf hatte und im natürlichen Verbund natürlich mit dem Kreislauf eingebunden ist. Also dass es das frisst, wo für das Tier auch vorgesehen ist. Dadurch ist auch die tierische Nahrung, die man dann daraufhin verzehrt, natürlich viel reichhaltiger an Vitalstoffen, aber auch an den Elementen des Periodensystems. Aber auch wild bedeutet natürlich auch Wildpflanzen, ne? Weil Wildpflanzen, wenn sie jetzt im Wald einfach gepflückt werden oder einfach aus dem Kreislauf der Natur, ist es natürlich gedüngt und da sind auch noch alle Elemente, die ursprünglich vorhanden waren, im Lebensmittel vorhanden. Was heißt das? Wenn ich mich jetzt nicht natürlich von Wildpflanzen nur ernähren kann, aber die immer wieder mit einbinde, dann decke ich zum Teil zumindest mal meinen Nährstoffbedarf, also auch den Bedarf an den Elementen des Periodensystems über diese Nahrung. Und wenn ich das nicht tue, dann sollte man möglichst zu Superfoods zurückgreifen, die auch aus dem Wildwuchs kommen, also die noch ursprünglich sind, wo der Hersteller auch versteht, was es mit unserer Gesundheit macht, der ganzheitlich denkt. Deswegen empfehle ich auch die Produkte, die ich empfehle. Also, und auf unserer Seite, wenn du darauf gehst, dann gibt es auch einen Empfehlungsreiter, wo du drauf gehen kannst und gucken kannst, welche Produkte ich empfehle. Einfach weil ich weiß, dass dieser Hersteller auch auf solche Dinge achtet. Also Vitalstoffpräparate an sich sind gut, definitiv, weil das ja auch Mangelware ist in unseren Lebensmitteln. Ich habe dazu schon mal ein Video gedreht, nicht nur eins, sondern zwei mittlerweile über das Thema Vitalstoffe. Also schau dir auch gerne dieses an, weil es auch in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist. Aber diese Vitalstoffpräparate, eins, was sie nicht haben, ist eben diese Vielfalt an Mikrospurenelementen, Spurenelementen und Superspurenelementen. Das sind die Elemente, die wir in ganz kleinen Mengen benötigen, die auch im Periodensystem vorkommen, die aber mittlerweile eben in konventionellen Lebensmitteln fast nicht mehr zu finden sind oder viel zu wenig, weil die Böden einfach verarmt mittlerweile sind. Ja, warum benötigen wir denn so viele Elemente des Periodensystems, die ja eigentlich gar nicht gedüngt werden? Ganz einfach, wir bestehen daraus. Unsere DNA-Codes sind darauf kodiert, dass wir vielerlei von Enzymen in uns produzieren. Und in diesen Enzymen, in diesem Enzymcocktail sitzen immer bestimmte Elemente des Periodensystems. Und die Elemente des Periodensystems, also in der Mitte sitzen sie jeweils im Enzym, dieses aktivierendes Enzym. Und die Enzyme in unserem Körper benötigen wir, damit die biologisch-chemischen Prozesse in uns ablaufen können. Das heißt, sind die Böden verarmt, sind wir irgendwann mal verarmt und unser Stoffwechsel, und damit meine ich nicht nur den Energiestoffwechsel, sondern alles, was in unserem Körper passiert, und das sind innerhalb von einer Sekunde tausende von Regulationen. Und wenn diese Regulationen nicht im ursprünglichen Sinne ablaufen können, dann läuft halt etwas schief, ne, im Körper. Deshalb achte darauf, das erste Ernährungsprinzip beinhaltet eben chemiefrei durch biologische Nahrung, aber auch vitalstoffreich durch biologisch und wildwachsende Nahrung. Integriere diese Lebensmittel, das Wildwachsende, oder wenn du dich von tierischen Lebensmitteln ernährst, auch von Tieren, die Freilauf hatten, die ursprüngliche Nahrung zu sich nehmen dürfen. Also zum Beispiel jetzt gerade Rinder, die halt eben grasen und kein Kraftfutter kriegen oder kaum Kraftfutter kriegen. Auch die Sonne spielt dann natürlich eine Rolle. Also Tiere, die natürlich an der Sonne draußen sich bewegen dürfen, auch die produzieren ein anderes Nährstoffprofil. Und deswegen achte darauf, nicht nur wegen den Vitalstoffen, also die Elemente zählen auch zu den Vitalstoffen, aber wird einfach oft vergessen, dass wir auch ursprünglich gesehen aus diesen Elementen des Periodensystems bestehen und diese einfach mittlerweile Mangelware sind in den Lebensmitteln, die wir im Supermarkt finden. Ja, ernähre dich von Wildpflanzen, von tierischen wilden Produkten, also auch aus dem Meer, ne, Algen, Meeresfisch aus dem Wildfang und solche Geschichten.
So hat es die Natur für uns vorgesehen und wir benötigen dies auf jeden Fall für unser System, damit wir all die biochemischen Prozesse in uns aufrechterhalten können. Genau, das war das erste Ernährungsprinzip. Als nächstes folgt logischerweise das zweite. Bleib also dran und mehrere Informationen bekommst du natürlich auch in dem Buch Ernährung verstehen. Aber da geht es eben, wie gesagt, nicht nur um die Ernährungsprinzipien, auch um gewisses Grundwissen und auch Aufklärung von Ernährungsmythen, also Mythen, die uns so beigebracht werden und die vielleicht nicht ganz so stimmen, auch nicht logisch und nicht natürlich sind. Genau, also wenn du wissbegierig bist, was die Gesundheit angeht und die Ernährung, dann findest du weitere Informationen in diesem Buch. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.